Wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. 20 Minuten vor 6, ich bin gleich in Stuttgart. Bin seit circa 2 Stunden, ein bisschen mehr als 2 Stunden bin ich unterwegs. Läuft alles wunderbar, einwandfrei. Drahttüten vorne dran, die wieder nur 70 fahren auf der Autobahn, aber das ist ja Standard heute. Die hast du immer wieder und meistens dann, wenn Überholverbot beginnt oder halt begonnen hat. Noch 270 Kilometer bis hin, also Ankunft wäre um 9 Uhr, aber man muss ja noch eine Pause machen zwischendrin, also ich rechne noch ein bisschen Stau mit ein, also ich denke so zwischen 10, halb 11, vielleicht auch später bin ich dann da. Das ist nur Sauerstoffmangel.
die allerliebsten hier. Neben dran, Mensch. Angefangen zu regnen. Jetzt hier vorne gibt es jetzt gleich den oh, wie heißt der? Der Hang. Drackensteiner Hang, glaube ich, heißt es. Es ist 6.30 Uhr, man merkt, Verkehr wird mehr. Die Geschwindigkeit wird immer langsamer. Sitze jetzt drei Stunden am Stück drauf. Ich bin das einfach nicht mehr gewohnt. Ich muss spätestens nach zwei Stunden raus und
vorne der kleine blaue LKW mit dem Kranaufbau. Er fährt hier mit ein bisschen was über 70 km/h von her. Das ist schade. Habe ich auch auf YouTube ein Video gesehen, wie das hier mal werden soll. Hochinteressant. Wenn ich das Video finde nochmal, dann werde ich mal den Link reinstellen. Dann wird das hier auf der einen Seite vom Berg hoch und auf der anderen Seite vom Berg runter. Das ist dann, komplett weg. Soll dann alles, so viel wie ich weiß, soll dann alles auf der anderen Seite quasi runterlaufen. Auch mit Tunnel und, weiß nicht. Also sah sehr groß aus. Und von dem Neubau der Bahnstrecke Ulm-Stuttgart oder Stuttgart-Ulm, wie auch immer, da gibt es ganz tolle Videos dazu. Also für mich hochinteressant. Oh, ich hab noch. Ich habe gerade ein bisschen Pause gemacht. Ich habe jetzt noch 117 Kilometer. Ich habe Pause gemacht, weil bei Adelshausen, zwischen Adelshausen und Odelshausen, haben den Stau gemeldet. Bevor ich dann meine Fahrzeit überschreite wegen dem Stau, bin ich hier vor Augsburg bin ich stehen geblieben. Wie gesagt, jetzt habe ich noch 117 Kilometer. Okay, Stau ist nicht weg, aber ich habe wenigstens eine volle Fahrzeit. Weiter geht's.
Also ich habe jetzt für die letzten 100 Kilometer ziemlich die Hälfte der Zeit gebraucht, die ich davor für die 300 Kilometer gebraucht habe. Und hinten, hier ist meine Ausfahrt. Halleluja. Jetzt habe ich noch ungefähr 7 Kilometer. Gelaufen wäre, wäre ich jetzt um die Zeit schon längst wieder auf dem Rückweg. Aber was läuft hier heute schon normal?
beerdigen. Dann bin ich auch schon ziemlich da. Backe habe ich schon gesehen. Danke fürs Blinken. Natürlich ein Fahrzeug vorne dran. Oder kann ich hier rein? Ah, ich kann hier rein. Okay. Ein Fahrzeug. Gucken, wo der Apparat steht. Mit der letzte dahinter sein, denke ich. Der letzte oder der vorletzte. Nee, der letzte. Das letzte. Ich gebe mich mal anmelden. Sorry, muss ich auf den Boden stellen. Uhr haben wir es. Die Kamera hatte ich eben im Bagger stehen. Ich weiß gar nicht, ob die was aufgenommen hat. Siehst du wieder aus wie Sau. Zusammen. Gehe ich noch ein Bächelchen mal und dann fahren wir los. Halt, ich wollte noch was gucken.
hoffe, dass ich da hinten rumfahren kann. Ansonsten fahren wir halt wieder zurück. Nächste Mal zweite Einfahrt nehmen. Kann ich hier vorne rausfahren. Nach 3 haben wir es. Bin jetzt ungefähr 3 Stunden bin ich unterwegs und habe ca. 26, 27 Kilometer geschafft. Ja, es läuft enorm heute, das ist brutal.
alle Richtungen. Parkplatz. Der blaue Scania ist mir gerade an der Tieflader gefahren. Oder ich hoffe, dass er nur an der Tieflader gefahren ist und nicht an der Bagge. Okay. Geht's mal kurz rausgucken, ob ich da was sehe. Und der Fahrer selbst war noch nicht draußen gucken. Augenblick. Also ich war gerade draußen. Es regnet. Also hat wohl mit seinem Reifen hat er leicht mein Tieflader berührt. Es hängt ein bisschen Gummi dran, aber nichts. Aber nichts. Kaputt oder so. Alles gut. Ich werd's überleben. Wenn halt morgen natürlich ein Rad abfällt, dann war es doch nicht nur Spaß. Naja. Geht's in die Haie. Für die morgen früh. Ich habe meine Ausfahrt erreicht. Fahrt hier raus. Gleich wieder die erste raus, dass ich noch rechtzeitig rüberkomme, so man die
Fahrzeuge von der A61 runtergeblasen, aber alles frei. Normal werde ich sie nicht brauchen, aber ich. Falls doch. Ich muss. Ich muss dahin, wo ich die. Hab mal ein halbes Jahr her. Vielleicht auch schon länger. Habe ich mal eine Siebenlage. Bin ich hier runter vor bis an die nächste Ampel, bin an der Ampel links abgebogen und dann auf der Wiese links habe ich diese Siebenanlage abgeladen und dann auch ein paar Tage später geladen wieder dort. Und die Einfahrt von der Baustelle, also die Siebenanlage stand links, die Einfahrt auf die Baustelle ist quasi rechts. Fahre ich runter an die Nahe, müsste das sein. Fahre dann ein Stück die Nahe entlang. Wenn mich nicht alles täuscht. Hier links. Die Siebenanlage. Ich habe keine Telefonnummer, gar nichts. Ich müsste jetzt da vorne, wo die Silos stehen, da hätte ich reinfahren müssen. Oder ist das ja schon die Baustraße? Nee, ich denke nicht. Fahre ich denen nicht nach. Und eigentlich soll ich da unten an eine Mühle. Das ist meine Lieferadresse. Tüchtigung der Nahdeiche. Telefonnummer hätte, ne? Wenn ich jetzt eine Telefonnummer hätte, ich habe gar nichts. Weder da noch da. Nach.
ich jetzt nach. Wiesenstraße 4. An dieser Mühle steht, beziehungsweise da steht meine Lieferadresse. Fahre ich jetzt nach. Ich meine, ich kann da hin, kann ich auf jeden Fall drehen. Gehen wir davon aus, dass ich hier vorne eh nicht abladen werde. Aber die passen nicht an den Liebhaber, gell? Hier rein? Nee, oder? Hier rein wird doof. Da komme ich ja, glaube ich, gar nicht durch. Nee. Da komme ich gar nicht durch. Da vorne ist was. Da vorne sieht es aus, als stehen da Buden oder... Das Fahrzeug dreckig, ne? Das fühlt sich schwer an. Reinfahren kann. Jetzt soll ich stehen bleiben vorne. Her und das liebe Gott ein guter Mann sein, ne? Das ist doch jetzt Schotter hier, oder? Aber hier sieht es aus, als wäre absolut niemand. Aber hoffentlich komme ich da noch mal raus. Hier ist meine Lieferadresse, aber da ist nichts. Nichts, ne? Kreuzung, Einfahrt, was auch immer das hier ist, dass ich da gedreht bekomme. Bagger stelle ich daneben hin.
hier hin habe ich jetzt vor zu drehen. Gucken, dass ich hier rückwärts hochgeschoben bekomme. Ich habe ja meine Zweifel. Jetzt nehme ich erst noch zusammen. Da steht das Ding. Ah ja.
War nicht schön, ne? Aber versaust du dir vom Feierabend, versaust du dir noch mal das Auto. Das hier übrigens kann man jetzt nicht richtig sehen, weil das hier nass ist. Das ist der Streifen von dem blauen Scania, der da gestern dran gefahren ist. Ah, hier sehe ich gerade, hier ist auch noch was. Der dunkle Fleck hier. Naja. Habe ich gestern Abend nicht mehr gesehen. So, hier ist auch noch alles dran. Ich fahre jetzt so vor, bis ich auf dem Stück Asphalt bin. Dann mal gucken, wenn da vorne Wasser ist, mache ich ein bisschen sauber. Ansonsten nehme ich den Dreck mit bis auf die Autobahn. So, ich bin da vorne an der Tankstelle. Ich weiß nicht, kann man das sehen? Ich hoffe. Mal, ich drehe die Kamera rum. Dann später wieder drehen. 981 Kilometer bin ich gerollt. Das ist das, was ich heute gefahren bin. Fahrzeit springt noch nicht um. Aber ich bin jetzt bei guten 6,5 Stunden. Ich mache jetzt auch Feierabend. Ich zeige euch das jetzt nur hier schon, weil das ist so ein Tick von mir. Ich weiß nicht, ob ich brauche oder nicht, aber ich tue auf alle Fälle immer, wenn ich getankt habe, tue ich den Tageskilometerzähler nullen. Wie gesagt, so ein Tick einfach. Nach meinem Sprachfehler der nächste Hau, den ich habe. Jetzt ein bisschen Fett dran ans Fahrzeug natürlich und an den Tieflader. Gut, ich bin vorbei. Noch ein bisschen waschen. Beides waschen überlege ich mir noch mal, weil Montag soll es eh wieder regnen. Mehrere Wasser in den Rhein getragen. Fahr ich dann die erste Baustelle rein und dann sieht er wieder genauso aus. Schluss für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es war nicht so langweilig. Ich finde, es war ein bisschen fade. War halt viel Fahren dabei. Vielen Dank fürs Zusehen. Bleibt gesund, habt Spaß. Nichts, was ich nicht auch machen würde. Bis zur nächsten Folge. Ciao.